Jetzt über Kopf was? La parole? Okay. C'est ça que j'ai passé mon temps à faire? Ich hatte. C'est ça que j'ai passé mon temps à faire? Das mache ich doch die ganze Zeit. La parole, la parole, la parole, c'est ça que j'ai fait? Ich bin doch die ganze Zeit dabei, das ist bon, okay. Oh, okay. La parole pleurait au jour. Das Wort weinte eines Tages. Et pleurait, vraiment. Es weinte sehr, sehr stark. Alors ses amis sont venus lui dire, mais parole, pourquoi tu pleures? Also kamen die Freunde des Wortes zu ihm und fragten, was, warum weinst du denn? Et elle a dit entre deux sanglots. Es hat entre deux sanglots. Okay. Immer zwischen zwei Seufzern. Je pleure pour trois choses. Ich weine wegen drei Sachen. D'abord, quelqu'un qui ne doit pas me prononcer, m'a prononcé. Als erstes hat mich jemand ausgesprochen, der mich hätte nicht aussprechen sollen. Il m'a prononcé là où il ne faut pas me prononcer. Und hat mich dort ausgesprochen, wo er mich nicht hätte aussprechen sollen. Et il m'a prononcé à un moment où il ne fallait pas me prononcer. Und hat mich in einer Art und Weise ausgesprochen, wie man mich nicht hätte aussprechen sollen. Parce que la parole, elle est redoutable. Weil das Wort ist sehr sensibel. Elle peut blesser. Das Wort kann nämlich verletzen. Elle peut faire très mal. Und es kann sehr wehtun. Elle peut tuer. Und es kann töten. C'est pourquoi? Und das ist warum? En Afrique. In Afrika. On l'a confié à des gens responsabilisés. Hat man großes Vertrauen in sehr verantwortliche Personen. Qui connaissent sa valeur. Die diesen Wert wissen, schätzen. Ce sont les griots. Und das sind die Märchenerzähler. Ils ne disent que ce qu'ils doivent dire. Sie sagen nur das, was man sagen muss. Ils ne disent pas pour diviser. Und sie sprechen nicht, um zu teilen. Ils disent pour rassembler. Sie sagen, sie sprechen, um Leute zu vereinigen. Et dans ce village-là. Und in diesem Dorf. Deux amis s'étaient un jour querellés. In diesem Dorf haben sich zwei Freunde eines Tages zerstritten. Comme ça, ça peut arriver. Und das kann manchmal passieren. J'espère que personne d'entre vous n'a un conflit. Und ich hoffe, dass unter euch es niemanden gibt, der einen Konflikt hat. Et que vous êtes venus ici tous sans faute. Und dass ihr alle hergekommen seid, ohne Schuld, ohne einen Fehler begangen zu haben. Qui est venu ici sans faute? Wer ist hier ohne Fehler gekommen, ohne Schuld? Qui lève la main? Der sollte bitte die Hand heben. Quelle faute? Quel genre de faute? Quelqu'un qui a un conflit avec un autre. Jemand, der ein Problem conflict hat. Conflict with another person. You have no conflict with another person. No conflict. Mm-hmm. Okay. Moi aussi. Ah si. Ich habe auch kein Problem. Si. Ich auch kein j'ai un conflict que je dois régler. Ah, ich, doch, ich habe ein Problem und ich werde es lösen. Aber ich werde das lösen, sobald ich nach Hause zurückkehre. Das sind immer die Männer, die Probleme haben. Et dans ce village-là, in diesem Dorf, Massamba et Mademba, Massamba und Mademba, ne se parlaient plus. Sprachen nicht mehr miteinander. Et vous savez que dans un village, les hommes ne se parlent plus. Und ihr wisst, dass wenn in einem Dorf die Männer nicht mehr miteinander sprechen, leurs femmes ne se parlent plus. Sprechen die Frauen auch nicht mehr miteinander. Et leurs enfants ne se parlent plus. Und auch die Kinder sprechen dann nicht mehr miteinander. Et quand leurs enfants commencent à se bagarrer, und wenn die Kinder anfangen miteinander zu streiten, les femmes commencent à se bagarrer par la parole. So fangen die Frauen der Kinder auch an, sich mit dem Wort zu streiten. Et si les hommes se bagarrent, ça va être la guerre. Und wenn dann die Männer noch anfangen, dann beginnt fast ein Krieg. Parce qu'en Afrique, ce sont des familles qui vont se bagarrer. Weil es immer in Afrika sind es die Familien, die miteinander streiten. Parce que Massamba a sa famille. Und Massamba hat seine Familie. Et Mademba a sa famille. Und Mademba hat auch seine Familie. Et au nom de la solidarité. Und im Namen der Solidarität. Si les gens entendent que Massamba s'est battu avec Mademba. Und wenn dann die Leute hören, dass Massamba mit Mademba zerstritten ist, la famille de Mademba va aller.
kommt die ganze Familie von Madimba. La famille de Massamba va arriver. Und die Familie von Massamba kommt auch. C'est pourquoi il faut graisser la parole. Und deswegen muss man sehr vorsichtig mit der Worte sein. Apprendre à parler. Man muss lernen zu sprechen. Parce que parler blesse. Weil sprechen verletzen kann. Et la parole guérit. Aber das Wort kann auch heilen. Vous ne pouvez le savoir. Ihr könnt es nicht wissen. Quand vous êtes malade. Erst wenn ihr krank seid. Quand vous êtes seul. Und wenn ihr allein seid. Quand vous entendez une voix que vous aimez. Und wenn ihr eine Stimme hört, die ihr liebt. Vous êtes guéri de tous vos maux. Seid ihr von all euren Krankheiten geheilt. Von allen Sorgen. Et c'est ce que le griot a compris. Und das hat der Märchenerzähler, das hat griot gelernt. Dans le village. Und in diesem Dorf gab es nur noch ihn, der diese Situation, diesen Konflikt hätte lösen können. Alors il va acheter 2 kilos de cola. Also ging er zum Markt und kaufte 2 Kilo Cola-Nüsse. Parce qu'en Afrique, c'est avec la cola qu'on fait les mariages. Weil in Afrika macht man mit den Cola-Nüssen, heiratet man Menschen mit den Cola-Nüssen. Tout ce qu'on fait autour de la paix, c'est avec la cola. Und alles, was den Frieden betrifft, das betrifft auch die Cola-Nuss. Il achète un kilo ici et un kilo là. Er kauft dort ein Kilo und dort ein Kilo. Personne ne l'a envoyé. Und niemand hat ihn dorthin geschickt. Pour régler le problème. Um das Problem zu lösen. Mais c'est son devoir. Aber es ist seine Aufgabe. Und il attend la nuit. Und er wartet die Nacht. Et il alla voir Massamba. Und er geht, um Massamba zu sehen. Tout le monde est couché. Alle waren dabei zu schlafen. Il frappe. Und er klopft an die Tür. Massamba. Massamba. Il dit, c'est qui? Massamba antwortet, wer ist es? Il dit, c'est moi, Abdoulaye. Und er sagt, ich bin's, Abdoulaye. C'est Abdoulaye, c'est le griot du village. Abdoulaye, der Märchenerzähler des Dorfes. Massamba sort. Massamba kommt heraus. Et Abdoulaye lui dit. Und Abdoulaye sagt zu ihm, c'est ton frère Mademba qui m'envoie. Es ist dein Bruder Mademba, der mich zu dir geschickt hat. Il a dit que tu lui pardonnes. Und er fragt oder bittet dich, ihm zu verzeihen. Il s'est trompé. Er hat etwas Falsches begangen. Er hat. Et c'est lui qui t'a donné ce kilo de cola. Und in seinem Namen gebe ich dir nun dieses Kilo Cola-Nüsse. Pour te montrer qu'il te demande vraiment de le pardonner. Um dir zu zeigen, dass du ihm wirklich verzeihen sollst. Alors Massamba lui dit. Und so sagt Massamba. Oui, tu sais qu'on s'est trompé, mais c'est mon frère. Ich weiß, dass wir beide falsch lagen, aber c'est mein Bruder. C'est mon ami. Das ist mein Freund. Nous avons tout fait ensemble. Wir haben alles zusammen gemacht. Mais ça arrive. Aber das kommt manchmal. Moi aussi, je regrette. Ich bedauere auch. Dis-lui que je regrette. Sag ihm, dass ich es bedauere. Et le griot sorti. Und der Griot verlässt das Haus. Il alla voir Mademba. Und er geht zu Mademba. Et lui dit, Mademba. Und er sagt, Mademba. C'est ton frère Massamba qui m'envoie. Das ist dein Freund Massamba, der mich zu dir schickt. Il a dit qu'il s'est trompé. Und er sagt, dass er etwas Falsches begangen hat. Il te demande pardon. Und er bittet dich, ihm zu verzeihen. Et il te donne ce kilo de cola. Und er gibt dir dieses Kilo Cola-Nüsse. Pour réparer. Um wieder zu reparieren. Et Mademba lui dit. Mademba sagt zu ihm. Massamba est mon frère. Massamba ist mein Bruder. Nous avons partagé tout. Wir haben alles notre enfance. Unsere Kindheit. Nos jeux. Unsere Spiele. Mais ça arrive dans la vie qu'on se trompe. Aber manchmal kommt es im Leben, dass dis-lui que j'ai pardonné depuis. Sag ihm, dass ich ihm verziehen habe. Et le griot alla se coucher. Und der Griot, der Märchenerzähler, geht schlafen. Le lendemain, und am nächsten Morgen, il trouva les deux amis sous l'arbre à palabre. Und am nächsten Morgen findet er die beiden Freunde unter dem Palabra-Baum. Ils étaient en train de causer. Und sie waren dabei, miteinander zu sprechen. Chacun pensait que c'est l'autre qui lui a demandé pardon. Und jeder von beiden darf den anderen hätte ihn verziehen. Voilà la place et la force du griot dans notre société. Das ist der Platz und die Kraft des Märchenerzählers in der Gesellschaft. Aber er ist der Einzige, der weiß, dass er gelogen hat. Ce mensonge-là est un bon mensonge. Und diese Lüge war eine gute Lüge. Parce qu'il a rassemblé les familles. Weil es die Familien wieder vereinigt hat.